So, wie ihr seht, freut sich R2, dass es heute um Chewbacca geht. Er wusste gar nicht, dass der kleine R2 so eine Sympathie für den Zeugling hat. Den bauen wir jetzt, also wir packen den jetzt zusammen aus. Ich bin gespannt, was er so mit sich bringt. Der treue Freund von Han Solo hat ja auch schon einiges mitgemacht. Mal gucken, was der so jetzt dabei hat. Okay, der Gute kommt mit seiner typischen Armbrust dann natürlich daher, wie auch auf seinem Bild zu sehen und auch was man in Filmen meistens gesehen hat, die Armbrust. Mir gefällt er echt gut, der passt auch gut zum Garkan, zu diesem Grundset Wookiee dann. Und wie wir ja vielleicht wissen, bekommen ja auch wir dann noch Wookie Krieger mit Welle 2. Es ist halt nur echt dann wieder die Frage, wann das Ganze mal auf Deutsch kommt. Also ich bin wie gesagt nicht scharf drauf, mir die englischen Sachen zu holen. Ich geduld mich halt dann, so schwer es ist dann doch und bleib lieber dann nur bei den deutschen Paketen. Ich hoffe, dass die auch wirklich kommen werden und vielleicht mal so Quartal 2 oder so 2016 kommen, aber da weiß man noch überhaupt nichts drüber. Probieren wir mal seinen Kumpel Hahn dazu, dass wir den mal den Größenvergleich haben auch nochmal. Also wie gesagt, ich finde recht cool, das Fell ist schön zottelig, da kann man viel mit Farben rausholen durch Washs und dann wieder Highlighten einfach oder Trockenbürsten auch. Und jetzt mal mit Han Solo. Mit der Cookie ist auch wirklich deutlich größer wie sein Kumpel, so wie es sein sollte. Sie wirken auch gut zusammen, also. Aber nun zurück zum Wookie. Dann bleibt mal bei R2. Zum Inhalt. Auch hier natürlich dabei wieder ein Gefechtsspielplan und insgesamt auch wieder eine Belohnungskarte ist mit dabei. Gehen wir mal zu den Gefechtsplänen. Es gibt die wieder in zwei Varianten. Worum geht es denn diesmal? Wir sind an einem imperialen Arbeitslager, zum Gefängnis auch mit dabei hier. Also Variante A ist der Gefängnisausbruch. Ganz klar, hier ist die Zielperson, die man halt holen muss. Und wenn die andere Partei quasi vorher befreit, ganz klar, heißt einfach nur zu verhindern, dass die andere Partei die Person mitnimmt. Infiltration, worum geht es denn da? Okay, ist im Prinzip wie bei den Rebellentruppen beim letzten Mal so ein ähnliches Szenario. Man muss versuchen, also man muss seine eigene Stellung halten und die des Gegners überrennen. Jetzt mal in groben genannt. Das Ganze wurde dann so jetzt hier deklariert, dass die andere Partei, die gegen einen spielt, die Gefängnisrevolte sei im imperialen Lager oder eine Spezialeinheit. Klingt ganz nett, wobei mir das auf Geonosis jetzt besser gefallen hatte bei dem Unboxing vorher mit den normalen Rebellentruppen. Gehen wir mal auf die Rückseite. Das sehen wir wieder im Grünen. Und zwar ist dann hier mit dabei.
Okay, Festtag. Die Rebellen kriegen auf jeden Fall Chewie zusätzlich und die Rebellen starten hier nicht mal allzu weit von ihm weg. Die Imperialen haben aber ein ziemliches Aufgebot an Einheiten. Der Nexo ist mit dabei. Es sind zweimal normale Sturmtruppgruppen dabei und ein Eliteoffizier. Reservegruppen sind jetzt keine festgelegt in diesen Nebenmissionen, allerdings können noch drei offene Gruppen dazu gewählt werden dann. Als spezielle Aufbauregel darf der Imperiale auch eine dieser offenen Gruppen dann auch noch aufstellen, weil die Helden ja den Wookie, den Chewie mit dazu kriegen. Worum geht's jetzt denn? Okay, diese Rebellenmarker hier stellen im Prinzip gefesselte Wookies dar. Sobald sechs gefesselt sind von den. Moment, ganz kurz. Am Ende von Runde 5 endet es und sobald sechs Wookies, hoppla, gefangen sind von den Imperialen, gilt das Ganze als gewonnen fürs Imperium. Und die Rebellen versuchen das natürlich zu vereiteln. Außerdem gewinnt das Imperium auch, wenn die Helden alle verwundet sind und Chewie auch besiegt wurde. Da wohl da hier die Leitperson ist in dem Szenario. Schauen wir uns mal die Artworks dazu an. Also hier ist ziemlich cool wieder. Mir gefallen einfach die Artworks bei denen, muss ich echt sagen. Hier ist Chewie zu sehen. Dann das Ganze auf Kashyyyk, also man hat auch diesen Waldwelt ein bisschen dargestellt im Hintergrund und so eine verschanzte Rebellentruppe. Was ist denn mit dir los? Ja, du kannst da leider nicht mitspielen bei der Nebenmission. Geht leider nicht, hast keine Ärmchen. Oder kannst du Würfel dadurch diesen Schacht schmeißen? Zurück zum Thema. Artwork ist ziemlich gut gelungen. Hier ist sieht sehr stark nach Leia aus. Bei der Gefechtsmission und Infiltration, ja, einfach mal ein halbleerer Gang. Weiß jetzt nicht, ob das Personen sind. Sieht aber. Ja, es können auch Gefangene sein. Das so viel zu den Einsätzen. Gehen wir mal zu den Karten, die er mitbringt. Gehen wir mal zur Belohnung, weil die erhält man, wenn man die Mission erfolgreich absolviert. Einschüchterung. Den wir jetzt eingeblendet haben. Kommen wir mal zu den Karten. Hier ist ein ziemlich cooler Wookiee-Berserker abgebildet. Hat hier so ein Schulterpad oder ja, so ein Schulterpad, glaube ich, dann noch so ein Zielvisor an und ja, also es sieht auch echt aus wie eine Raserei. Krass. Das ist fett. Bietet sich bei Garkan auch an, zum Beispiel, oder, ja, weil gerade der ja immer viel vorstimmt, auch die, wenn man die Karte ausspielt, eine benachbarte feindliche Figur erleidet sofort den Schaden, den man selbst oder die Figur besser gesagt erlitten hat, schon im Spiel, bis zu einem Maximum von 3 Schaden. Damit kriegt man auch mal schnell einen Sturmtrupper nochmal aus dem Weg, während dann vielleicht Garkan den Sturmangriff ausführt. Auf eine andere Figur macht man schon eine Gruppe Sturmtruppen kaputt. Finde ich ziemlich cool, kostet allerdings auch zwei Siegpunkte, zwei Punkte.
finde ich ziemlich fett einfach. Also sie ist zweimal mit dabei. Sollte es dann auch mal irgendwann die Wookie-Krieger in Deutsch geben, kann man es bestimmt auch damit schön kombinieren. Dann haben wir dabei einen Wookie, der da einen Wirten anbrüllt. Okay, auch ziemlich cool. Falls du drei oder mehr Schaden erlitten hast, wähle bis zu drei benachbarte Feindesfiguren. Die gewählten Figuren werden alle betäubt. Für einen Punkt echt auch nicht verkehrt. Da bringt man mal eine Linie zum Stagnieren. Dann haben wir mit dabei Stellung halten. Was das jetzt für abgebildete Jungs sind, sagt mir nichts. Das da könnten wir. Wobei, nee. Ich dachte jetzt zuerst, es wären Jawas, aber ist ja auch egal. Bis zum Ende der Runde können kleine feindliche Figuren nicht freiwillig ein Feld verlassen, das benachbart zu dir steht. Geht allerdings nur bei Wächter. Das wäre jetzt dann Imperiale Garde zum Beispiel. Oder auch Chewie wahrscheinlich. Vielleicht ist er ein Wächter. Muss ich dann gleich mal gucken, was auf der Karte steht. Okay, hier ist ein Artwork von Chewie, wie er mal ausflippt in der Gruppe Sturmtruppen. Na, das ist auch speziell für Wookies, wie es aussieht. Nutzt diese Fähigkeit zu Beginn einer Runde. Wende in dieser Runde plus 5 Gesundheit auf jeden deiner Wookies an. Da wird es echt Zeit, dass Wookie-Krieger dann kommen. Und dann haben wir hier noch von Chewie Schuld begleichen. Hier kriegt gerade ein Sturmtruppe einen Kinghaken, einen doppelten. Nutze diese Fähigkeit, sobald eine befreundete Figur besiegt wird. Du machst deine Aufstellungskarte spielbereit und wirst dann sofort so fokussiert. Ziemlich cool auch. Also mir haben die Wookie-Artworks jetzt auch sehr gefallen. Einst, was ein bisschen komisch ist, ist dieses Stellung halten. Aber naja, ist halt so. Kommen wir mal noch jetzt kurz zu Chewbacca. Der Gute ist tatsächlich ein Wächter, natürlich Wookie, ganz klar, er zählt auch zu der Schmugglergruppe. Er kann durch diese Blitze, Fokus oder Machtsymbole, wenn er die Würfel, zwei Schaden dazu generieren, einen Gegner betäuben oder zwei auf die Reichweite kriegen, also die Zielsicherheit. Außerdem kann er schmettern, das ist eine Aktion. Das ist auch cool. Man darf damit eine feindliche Figur angreifen, die benachbart zu einem steht. Man schmeißt einen roten Würfel. Dann bekommt die Figur natürlich den erwürfelten Schaden. Und falls es eine kleine Figur ist, wird sie im Einfeld gestoßen, also verschoben dann. Außerdem ist er ein Beschützer. Und das heißt so viel wie nur, dass haben wir auch die imperialen Gardisten, die roten, dass eine freundliche Figur plus ein Schadensnegierung Symbol bekommt bei der Verteidigung. Er selbst ist ziemlich zäh mit 14 Lebenspunkten, vor allem er hat einen weißen und einen schwarzen Würfel. Das macht ihn sehr robust. Außerdem dann sein Angriff ist auch nicht zu verachten mit einmal blau, rot und gelb. Aber gerade seine Zähigkeit ist echt erstaunlich. Er geht richtig viel beim Wookie. Und gut, man muss beachten halt, er kostet aber auch 15 Punkte, aber es ist ein kleiner Tank auf dem Feld, also ist echt so ein Anker mitten in der Linie dann. Der wird nur schwer umzumieten sein dann. Da haben die Imperialen ihren Spaß dann auf jeden Fall kommen. So, ich hoffe, euch hat das Unboxing soweit gefallen. Ich zeige es euch jetzt nochmal im Überblick, was damit enthalten ist. Die Figur habe ich schon auf die Seite gepackt. Ich denke, der Einkauf von Chewie lohnt sich auf jeden Fall. Wer Muckis mag oder auch gerade dieses Duo aus Han und Chewie von Film immer gemocht hat, wird hier auch seinen Spaß dran finden. Es sind viele tolle Ausrüstungskarten mit dabei, die man dann für andere Erweiterungspacks wieder nutzen kann.
Und im nächsten Paket, was ich mit euch öffne, geht es dann um den Hauptmann der Roten Garde. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei und dass euch meine neuen Unboxings auch soweit gefallen.